Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge für Sie hier ein Delikt aufgeklärt hier unten. Und wir haben eigentlich noch ein paar Aufgaben übrig. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten. Nee, finde neue Stories für SNN. Könnten wir noch machen. So. Ich musste drei Projekte hintanstellen, weil niemand Zeit hat, um mir dabei zu helfen. Drei! Ich hab dir doch geholfen. Was? Okay, okay, wir haben aber kein Quest-Dings hier jetzt für das hier. Okay, dann sprich mit Kelten. Kelten hat wieder was Neues für uns. Gehen wir mal zu ihm. Mal gucken, was der jetzt für uns hat. Da bin ich jetzt auch gespannt. Also, was es sich jetzt mit dem Baum da auf sich hat. Was da jetzt genau nicht stimmt. Also, es erzeugt Schallwellen, habe ich auf jeden Fall so verstanden, so mitbekommen. Da müssen wir jetzt mal wirklich schauen. Ja. Das muss ich definitiv rausschneiden. Mit dem Ladebalken. Es sieht so aus, als würde es auch langsam heller werden. Ne, doch nicht. Wann wird's denn heller? Wann wird's denn wieder Tag? So, da ist Kelten. Erzählt die fiktive Geschichte einer Mech-Pilotin, die in ihrer atemberaubenden Karriere gegen die UC, gegen Spacer und gegen Varun-Fanatiker kämpft. Das Buch ist zwar weit hergeholt, innerhalb des Freestar Collective, aber schon jetzt sehr beliebt, wenn auch durchaus umstritten. Ein Kritiker kommentierte, Mechs wurden ob ihrer gewissenlosen Zerstörungskraft verboten. Sie zu verherrlichen, ist nicht nur respektlos gegenüber den Hinterbliebenen der vielen Koloniekriegsopfer, es ist auch gefährlich. Aber gefährlich oder nicht, Gerüchten zufolge wetteifern mindestens zwei Filmstudios um die Rechte an dem Buch. Ach, krass. Okay. Gut, jetzt quatschen wir mal mit Kelten. Ah, was für eine angenehme Überraschung. Ja? Hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Ah, doch. Du scheinst schwer beschäftigt zu sein. Beim letzten Mal warst du ziemlich aufgeregt. Was hast du hier draußen getrieben? Na komm. Ich hatte gute Gründe, verzweifelt zu sein. Du hattest mir schon beim Nachweis geholfen, dass etwas bisher Unbekanntes mit dem Baum vor sich geht. Jetzt wissen meine Vorgesetzten davon. Es gibt wachsende Bedenken. Oh, das sollte jetzt kein Wortspiel sein. Bedenken, dass es schlimmer wird. Unsere gesammelten Daten deuten auf einen definitiven Trend hin. Die Vibrationen aus diesem Baum nehmen an Stärke und Frequenz zu. Weil wir so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen haben, wissen wir nicht, wo die Obergrenze liegt. Wir wissen nicht, wann oder ob es überhaupt aufhören wird. Okay. Für Menschen ist es derzeit nicht wahrnehmbar. Aber mit der Zeit... Ich möchte zwar nicht über die Möglichkeiten spekulieren, aber gut ist keine davon. Du hast doch bestimmt eine Art Plan. Ich versuche, einen aufzustellen, ja. Das ist aber unmöglich, solange ich nicht alle relevanten Informationen habe. Es gibt Daten zu anderen, jüngeren Mitgliedern der Spezies. Leider gibt es ein paar, sagen wir mal, persönliche Probleme, an sie zu kommen. Persönliche? Persönliche Probleme, falls du verstehst. Lass mich raten, eine alte Arbeitsaffäre. Was? Nein, das ist absurd. Ich bin ein Profi. Einer der anderen Forscher beim MEST, Emilio Hadeck, hat Daten, die für meine Arbeit hier enorm wichtig sein könnten. Wir sind nicht einer Meinung. Und bisher hat er sich geweigert, sie mir zu geben. Ich hoffe, dass er eher geneigt wäre, sie abzutreten, wenn jemand anders ihn fragt. Was sagst du dazu? Ich beschreibe dir deine Forschung. Ich will da nicht reingezogen. Ich verstehe schon, ich soll ihn
ausquetschen, bis er wimmert. Warum will Emilio dir die Daten nicht geben? Er hegt seit Jahren einen Groll gegen mich. Wegen einer Kleinigkeit. Er denkt bestimmt, dass es meiner Karriere schadet, wenn er das tut. Er wollte nicht zuhören, als ich erklärt habe, dass es nicht um mich geht. Es gibt wichtigere Anliegen. Hm? Ich verstehe schon. Ich soll ihn ausquetschen, bis er wimmert. Das habe ich nicht vorgeschlagen. Wobei ich zugeben muss, dass ich nichts dagegen hätte, ihn so zu sehen. Aber nein, ich brauche nur seine Daten. Okay. Sie können bestimmt ohne Gewalt oder die Androhung davon erhalten werden. Zu 90%. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, sollte er Proben in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten nehmen. Dort müsstest du ihn finden. Okay, sprich mit Emilio Hadek. So, machen wir aktiv. In die Richtung. Die Arbeit im Vertriebszentrum ist sehr lohnend. Wenn auch Johann Baptist. Immer freundlich. Das ist die UC-Devise. Seine Stimme kommt mir bekannt vor. Ganz und gar nicht. Als Kind wollte ich Miner in Cydonia werden. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, ich war noch nie an typischen Jobs interessiert. Glücklicherweise ist die Arbeit im Vertriebszentrum alles andere als typisch. Klingt, als würdest du deinen Job mögen. Aber natürlich, wer würde das nicht? Es ist ein Privileg, für eine so positive Kraft wie die Regierung der UC zu arbeiten. Jeder Tag bringt etwas Neues. Ich treffe immer wieder neue Menschen, löse spannende Probleme und höre von Entwicklungen in den gesamten besiedelten Systemen. Im Vertriebszentrum ist jeder Tag ein neues Abenteuer. Ja, okay. Wir sehen uns. Johann Baptist. Ich glaube, der wird später noch wichtig. Allein weil er einen Namen hat. So. Und wir müssen nach da vorne. Da ist der andere. Den müssen wir ausquetschen. Emilio Hadek. Von allen Aufträgen, die sie mir hätten geben können. Kannst du ein Stück weiter nach links rutschen? Du blockierst mein Signal. Ich arbeite auch für den Mast. Es geht um Forschungsdaten zu Bäumen. Bäume? Oh, ich weiß, was hier los ist. Du arbeitest mit Kelten zusammen, oder? Netter Versuch, aber vergiss es. Nein, vergiss es. Kelten ruiniert mir aktiv die Karriere. Dem helfe ich auf keinen Fall bei irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll, aber er macht es nur, um beim Management gut dazustehen. Und dabei helfe ich ihm nicht. Warum bist du so gegen ihn? Kelten meint, es geht nicht um ihn, es steht ein Leben auf dem Spiel. Genau. Klar, wir sind alle in Gefahr. Immerhin geht es um Bäume. Der gibt klingt schon absurd, Ruhe, ja. Oder? Vielleicht kann ich das ausnutzen. Okay, weißt du was? Du bekommst die Daten. Aber erst, wenn du mir geholfen hast, eine Beförderung zu bekommen. Vorher nicht. Was soll ich machen? Ach, nichts Wildes. Du sollst nur ein paar Dateien für mich löschen, damit ich gut dastehe, wenn wieder Beförderungen anstehen. Okay, bin dabei. Moment, echt? Wow. Okay. Okay. Du entscheidest, aber ich wünschte, wir könnten unser Baumproblem lösen, ohne auf illegale Methoden zurückzugreifen. Ich hatte in den letzten Jahren ein paar schlechte Leistungsbewertungen. Völlig ungerechtfertigt, total unfair. Ich habe eine Hintertür in das Messnetzwerk gefunden, um meine Personalakte ein bisschen zu frisieren. Aber die Chefingenieurin versteht was von ihrem Job. Ich kann nur über das Terminal in ihrer Wohnung darauf zugreifen. Und die ist abgesperrt. Gib mir einfach Keltens Daten, dann sind wir hier weg. Dann sind wir hier fertig. Klingt nach einer spaßigen Herausforderung. Sind also extrem illegal. Warum kümmerst du dich nicht selbst darum? Aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich erwischt werde, dann kriege ich richtig Ärger, aus dem ich nicht rauskomme. Zweitens, es braucht jemand etwas von mir, der absolut nichts mit meiner Mastabteilung zu tun hat. Wenn du erwischt wirst, gibt es keine Verbindung zu mir. Die Gelegenheit muss ich nutzen. Es ist also extrem illegal. Nur wenn ich erwischt werde. Du musst rein, auf ihr Terminal zugreifen, die Dateien löschen und wieder raus. Fertig. Was sind das für Daten, die ich für dich löschen soll? Was genau machst du beim Mess? Ganz unter uns. So wenig wie möglich. Das war natürlich nur ein Witz. Ich arbeite richtig, richtig hart. Ich habe Bioinformatik studiert, dann ein wenig Agrargenetik gemacht.
Inzwischen helfe ich einfach, wo ich kann. Ich warte auf eine gute Gelegenheit, vielleicht eine Stelle in der Verwaltung, wie das eben so ist. Wo ist Sarah? Da ist sie. Okay, sie war jetzt mit meiner Entscheidung nicht einverstanden. Können wir ihn auch anschwärzen und dann kriegen wir seine Daten so? Komm, wir laufen hier einfach querfeldein. Da sind wir. Sanitär-Minibot. Wo muss ich hin? In die Richtung wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Hier, Wartebereich. Komm, ich mach mal so. Warte. Wieso bin ich... Ich bin unsichtbar. Okay, ich glaube, das war ja keine gute Idee. Der würde passen. Und der hier würde passen. Ja. Ja, und hier. Im Schlossknacken kommt wohl nur Wladimir Soll an dich ran. Wer ist Wladimir Soll? Ist hier jemand? Mhm. Personalakten. Emilio Harder, Biowissenschaft. Kelton Frush. Empfehlungen, Disziplinarverfahren, alle Dateien löschen. Okay, hier. Drei frühe Meldungen wegen Insubordination. Geteilt für verpasste Fristen, gemeldet von Frisch Kelton. Hardek weigerte sich, die Anweisungen auszuführen, weil sie unter seiner Würde seien. Und es genug Idioten gibt, die Rinde kratzen könnten. Hardek wurde aus seinem Forschungsteam entfernt und vom Dienst befreit. Ach komm. So. Hier. Was gibt es bei ihm? Eine Meldung wegen zwanghaften Benehmens, gemeldet von Security Chief Sarkin. Mr. Frush wurde beschuldigt, Präsidentin Abello bedrängen zu wollen. Er behauptete, es bestehe unmittelbare Gefahr und das Leben werde einen Weg finden. Mr. Frush wurde verwarnt und hat für nicht weniger als 3 Monate Zugangsverbot zum Stockwerk des Mass-Zentralkommandos. Empfehlungen hat er auch nichts. Alle Daten gelöscht. Du hast 0 Fortschrittsberichte, die du dir ansehen solltest. Achso, wir sind nicht mehr unsichtbar. Gut, wir gehen mal wieder runter. Und gehen zu Emilio. So, dann ist er hoffentlich glücklich, gibt auch noch uns die Daten und das Geld. So. Ausdauer müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise ist ja nicht wirklich Ausdauer, ist es Sauerstoff. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Alles ist für deinen Neuanfang bereit. Ich habe es gemacht, wenn auch nur ungern. Buhuhu. Wir kriegen beide, was wir wollen. Ich habe im Netzwerk nachgesehen. Es ist alles aktualisiert. Gut gemacht. Mhm. Du hast Wort gehalten, also tue ich das jetzt auch. Auf dieser Slate sind die Daten für Kelton. Gib's ihm, stopf's ihm gewaltsam in den Rachen. Ist mir völlig egal. Emilio Slate hinzugefügt. Okay, auf zu Kelton.
Aber ich wäre jetzt auch langsam dafür, dass wir wieder ins All gehen. So. Ich habe versucht, allen zu zeigen, wie wichtig die Botanik ist. Sie zu warnen. Ja. Hoffentlich hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Ja, ich habe sie. Du wirst nicht wissen, was ich dafür tun musste. Du schuldest mir was, Kelton. Mehr als du glaubst. Ja, das wenn auf jeden Fall. Wenn es dir egal ist, ziehe ich vor, nichts davon zu erfahren. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Ich mach bloß meinen Job. Ihr könnt das Ding immer noch fällen. Für eine Handvoll Credits tue ich alles. Das ist nicht gerade beruhigend. Eigentlich das Gegenteil davon. Aber trotzdem. Danke für deine Unterstützung. 2000 Credits, nice. Und Level 5. So, können wir hier irgendwie was Neues machen? Nee, hier können wir noch nichts Neues machen. Aber ich würde dann vielleicht jetzt langsam hier, fügt eine Schleichleistung zu. Du bist beim Schleichen um 25% schwerer zu entdecken. Deine schallgedämpften Waffen verursachen zusätzlich... Ne, wir machen das momentan noch nicht, aber Fitness würde ich vielleicht... Das hier würde ich mal machen wollen. Verbrauche 20 mal allen verfügbaren Sauerstoff. Okay. Einen weiteren Punkt müssen wir noch hier rein investieren. So. Warte mal. Was ist denn die aktuelle Mission? Jetzt, sprich mit Sarah. Schau später bei Kelton vorbei. Sprich mit Sarah. Ja, komm, wir gehen jetzt mal zu Sarahs Kontakt. Wir waren jetzt hier sehr lang unter. Ja, immer noch dunkel hier. So, in die Richtung müssen wir. Dass ihre Konten und Credits zu keiner Zeit in Gefahr gewesen seien. Was? Habe ich jetzt nicht mitbekommen, also nicht ganz. So, und hier. Zu dem müssen wir hin. Zur Vanguard. Adventure awaits you in the UC Vanguard. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Vielleicht später. Erst müssen wir was für die Constellation klären. Nein, ich will Sterne erkunden, keine Kriege führen. Ja. Was ist die Vanguard? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Mhm. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Vielleicht später. Erst müssen wir was mit der Constellation klären. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ach, die war mal? Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Mars? Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Wir reden mit ihm. Wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird als Zierrat missbraucht. Schlimm. Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Wer ist dieser Moara?
Moment, was ist denn am Sollsystem so schlimm? Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Okay, und wer ist dieser Moara? Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrutnummer 81 oder so. Okay. Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Was? Nee, das Sol-System ist ruhig wie ein Grab. Da passiert nichts. Das heißt, es passiert auf jeden Fall was. Ihr zwei kriegt das sicher hin. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Okay. Dann also aus Cydonia, eine Bar in einem Raumhafen, klingt gemütlich. Kannst du mir was über Cydonia sagen? Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Okay, hat Moara gesagt, wo er diese Kühlerfigur gefunden hat? Musst du ihn fragen, aber Vanguard-Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einem Piraten abgenommen hat oder so. Eine Bahn im Raumhafen klingt gemütlich. Hat schon was, einfach Helium zu verbrennen und zu sehen, wohin die Sterne einen führen. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Ich überleg's mir. Fragen in Cydonia nach Moara. Komm, wir quatschen nochmal mit Sarah. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Ciao. Okay. Ah, jetzt wird's hell. Wo muss ich hin? Da nach unten? Und... Verstaucht? Ne, nix verstaucht. Your dreams from stars to stars. Ich glaube nicht. Und sie springt einfach hinterher. So. Transitwagen. Raumhafen. Heißt das, wir können jetzt endlich mal wieder mit unserem Raumschiff unterwegs sein? Ich habe wieder Bock. Ich habe Bock zu fliegen. Ich will auch fliegen ein bisschen mehr lernen. Und wir müssen mal gleich schauen, wie viel Geld ich jetzt genau habe. Vielleicht können wir schon ein bisschen mehr unser Raumschiff ausrüsten. Okay, es regnet. Ein Säureregen. Sieht das für mich aus. Kommt jetzt ein radioaktiver Sturm und wie aus Fallout? Wäre schon irgendwie cool. So, aber okay. Dann haben wir es hier fürs Erste. Und dann gehen wir mit Sarah mal. Ich glaube, ich habe. Wie heißt das? Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Bitte weitergehen. Ja, okay, gut. Ein diplomatisches Visum? Das ist doch wohl Witz. Gesandte brauchen seit dem Koloniekrieg keine diplomatischen Visa. Gesetz ist Gesetz. Und dieses Gesetz gilt noch. Sicherheitscharta von New Atlantis, Anhang 2308, Artikel 2, Paragraph 8. Lächerlich, das hast du dir doch nur ausgedacht. Der Krieg ist seit bald 20 Jahren vorbei. Ich bin Vertreter Evans Chisholm vom Freestar Collective. Ich komme seit Monaten her und versuche, den Frieden zu bewahren. Ich mache die Gesetze nicht, Vertreter. Ich setze sie nur durch. Schönen Tag wünsche ich, aber anderswo. Okay. Schöner Tag, ne? Ich quatsch mal mit ihm. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Worum ging es da überhaupt? Die Wachen haben wohl ein Problem mit dir. Geht es dir gut? Ich wollte dich nicht stören. Die lassen mich nicht in die Stadt. Mich, einen politischen Gesandten, der ständig herkommt, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Und das ist dann der Dank. Ohne diplomatisches Visum lassen sie mich nicht hinein. Lächerlich. Kennst du jemanden, der helfen könnte? Ich kann mit ihnen reden. Oh, wirklich? Und ich reiße dir fast den Kopf ab. Entschuldige, ich bin nur, nun ja, überrumpelt.
Könntest du vielleicht in die Botschaft des Freestar Collective gehen und mit einem Diplomaten reden? Der wird wissen, was zu tun ist. Kein Thema. Jeden Tag eine gute Tat. Für ein paar Credits mache ich gerne einen kleinen Umweg über deine Botschaft. Na schön. Ich bin hier heute wohl jedem ausgeliefert. 1500, nice. So, jetzt will ich aber auch mit dem hier mal quatschen. Officer Wilkes. Kann ich helfen? Was hast du mit dem Mann für ein Problem? Mit Vertreter Chisholm? Der Anhang, den du erwähnt hast, klang, als hättest du ihn dir ausgedacht. Was? Artikel so und so, Paragraph so und so. Ja klar, ich habe auch noch eine Brücke in Cydonia zu verkaufen. Interesse? Er ist sehr sympathisch, der Typ. Jetzt lass mich meine Polizeiarbeit machen. Das ist ein Wichser. Ui, da waren einige Ruckler. So, dann würde ich die Quest vielleicht jetzt erstmal machen. Sprich mit einem Botschaftsdiplomaten. Okay, wir müssen nochmal in die Richtung. Sarah, wir können noch nicht abreisen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Ja, wie oft soll ich noch gescannt werden? Okay, kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. So. Ne, ich bin der Kopfgeldjäger, ja? Beziehungsweise ich werde noch zum Kopfgeldjäger. Und die Crimson Fleet wird sich auch noch vor mir fürchten. Und alle anderen. So, Geschäftsdistrikt. Da müssen wir hin. Und in die Richtung. Ach komm, wir rennen nochmal. Die laufen auf Patrouille. Schön, dass beide genau dasselbe synchron sagen. Wir haben endlich unseren Sohn zurück. Alles gut. Was? Hätte ich vielleicht. Hi. Okay. Okay, wie weit muss ich jetzt dahin laufen? Bewirb dich ganz einfach am nächsten Automaten. Ah, ich überlege mir das alles noch. Vielleicht kann man die ganzen Jobs auch im Nachhinein noch alle anfangen, starten. Und. So schade, dass er unsere Botschaft aufgegeben hat. Wir hätten viel voneinander lernen können. Das Haus Varun? Hä? Dahin müssen wir. Ja, genau. Das ist. Wie. Wenn einen jemand beleidigt, will man ihm oft einfach die Scheiße rausprügeln. Macht man aber nicht. Daran hatte ich zwar nicht gedacht, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, Marcus. Der Mann in der Geschichte war grausam. Aber warum? Man muss fühlen, was er fühlt. Seinen Schmerz verstehen. Ihn akzeptieren. Und nicht ihm diesen zufügen. Empathie. Du meinst Empathie. Aber bei dir klingt das so einfach. Als ob jeder einen Menschen, der schrecklich zu einem war, einfach lieben kann. Ja, wozu auch? Ich meine, bei den Menschen ist das doch sowieso ein ewiger Teufelskreis. Krieg und Frieden. Ist doch völlig sinnlos, sich so anzustrengen, wenn es sowieso nicht hält. Es ändert sich nie was. Es ist nicht einfach, aber notwendig, weil sich alles verändert hat. Gott hat uns Intelligenz und Findigkeit verliehen, damit wir zu den Sternen reisen, auf seinem Weg, um ihn zu finden. Doch allein schaffen wir das nicht. Es geht nur durch Allheit. Ha. Allheit? Ja, Andreas. Ja, Allheit. Nun denn, ihr habt bestimmt noch andere Dinge zu tun. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vorbeizukommen. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist bestimmt irgend so ein Kirchenfritzel. Mit dem will ich erstmal noch nicht quatschen. Vielleicht irgendwann anders, aber Religion habe ich sehr wenig mit am Hut.
Aber ich wollte zumindest einmal mir das anhören. So. Der Krieg mit dem Collective ist schon 2 Dekaden her. Doch mir kommt es wie gestern vor. In die Botschaft kommen nur Leute, die einen Termin haben. Freestar. Willkommen in der Freestar-Botschaft. Kann ich behilflich sein? Vertreter Chisholm wird am Raumhafen von der UC Security festgehalten. Einer eurer Vertreter hat sein diplomatisches Visum vergessen. Vergessen? Er braucht gar keines. Diplomatische Visa wurden nach dem Koloniekrieg abgeschafft. Nein, das klingt, als wollte da eine Wache nur ein wenig Ärger machen. Ich rufe Sergeant Yumi an und versuche, das zu klären. Danke für den Hinweis. Nee, jo, kein Thema. 1000 Credits. Nice, immerhin. Wie viel haben wir jetzt? Kann ich das hier irgendwo sehen? Wo sehe ich, wie viel ich habe? Hier sehe ich das jetzt, glaube ich, nicht. 7.33 Uhr lokale Zeit. 10.30 Uhr UT. Was bedeutet UT? Ist das Erdenzeit oder wie? Kann ich das hier sehen? Wie viele Credits? Da, 32.500 Credits haben wir schon mittlerweile. Nice. Okay, gut. Gehen wir wieder in die Richtung. Ja, was? So. Da haben wir die Gelbank. Das ist die Gelbank. Okay, gehen wir mal hier rein. Wir hatten... Also. Kannst du dir vorstellen, wie viele Credits hier durchfließen? Mal schauen. Gibt's hier jemanden? Hier. Matthew Montes, Landry Holyfield. Also ich habe im Moment viel zu tun und du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Wer bist du also? Nur ein Raumschiff, Captain. Ich sehe mich um, was New Atlantis so zu bieten hat. Ich bin ein Mitglied der Constellation. Ich bin neu am Empfang. Waffen gehören neuerdings zur Standardausrüstung. Steht in der Memo. Ich bin ein Mitglied der Constellation. Constellation? Die geheimnisvolle und unbekannte Constellation? Wow! Als ich klein war, habe ich immer Geschichten von euch gelesen. Wow! Das ist perfekt. Kismet sozusagen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Okay. Sehr lukrativ. Du schmierst mir aber mächtig viel Honig ums Maul. Du hast mich also durchschaut. Ein gutes Auge. Du bist genau die Person, die ich brauche. Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, der sich um einige unserer Top-Preller kümmert. Oh, also ist er ein Kreditor. Dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Dann erzähl mir mehr über die Sache. Was ist denn so schwierig daran, Schulden einzutreiben? Um welche Summen geht es denn? Du kannst es kaum abwarten. Gut. Wir fangen klein an und arbeiten uns nach und nach zu den großen Fischen vor. Okay, und was ist denn so schwierig daran, Schulden einzutreiben? Es ist dir sicher nicht entgangen, dass das Gebiet der besiedelten Systeme groß ist. Richtig groß. Wenn es jemand wirklich darauf anlegt, kann er untertauchen. Und dann ist es schwierig, ihn zu finden. Leider können wir nicht alle ausfindig machen, sodass die Kreditprüfung immer nur mit einem blauen Auge durch die Berichterstattung kommt. Okay, dann erzähl mir mehr über die Sache. Ja! Ein dreister Hochstapler nahm einen Kredit für ein Restaurant in der Nähe des Interstellar Inn auf. Und dann, Überraschung, es war ein Schwindel. Und Dieter Meliki taucht unter. Er hat sich in eine Bruchbude mitten im Nirgendwo verzogen. Ist das zu fassen? Ha, der Job ist einfach. Dieter muss zahlen.
Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab, wie bei jedem anderen Bürger. Dann wollen wir mal Schulden eintreiben gehen. Ist er gefährlich? Naja, schon. Wir sind nicht die Einzigen, die nach ihm suchen. Und man verzieht sich nicht in ein Drecksloch, wenn man sich nicht seinen bürgerlichen Pflichten entziehen will. Was passiert, wenn er sterben sollte? Dann kümmert sich das Nachlassgericht um seinen Besitz und bezahlt uns. Sollte es also er oder du heißen, dann hat die Gale Bank kein Problem damit, wenn er auf der Strecke bleibt. Aber ich möchte es betonen, das wäre nicht der ideale Ausgang. Wenn wir ihn ausschalten wollten, würden wir jemand anderen schicken. Wie bringe ich ihn dazu, den Kredit zurückzuzahlen? Du kannst ihn unter Druck setzen, ihm Angst machen. Nichts Illegales, nur reden. Und lass dich nicht von seinen Märchen beirren. Bei den Jobs, die ich dir gebe, geht es ganz sicher nicht um arme Leute, die Geld für eine OP oder so brauchen. Das sind alles Betrüger, Abschau. Sie verstoßen willentlich gegen die Gelbank-Vereinbarungen. Dann wollen wir mal Schulden eintreiben. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Du willst eine Pause vom Erkunden, um Schulden einzutreiben? Nicht die Art von Arbeit, die der Constellation würdig ist, aber gut. Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück, du machst das. Okay. Mit dem können wir jetzt nicht mehr reden, der ist so weit weg. Aber okay, ich wollte zumindest die Quest auch noch mitnehmen. In den Yossi ist mir immer mulmig zumute. So. Wow, wie anders du aussiehst. Du siehst super aus, aber wird ihn das nicht verwirren? Er wird dich nicht erkennen. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Also wir müssen wieder mit dem Zug fahren. Warte mal, welche Quest haben wir jetzt gerade aktiv? Schau später bei Geld, sprich mit Sard und Juni, sprich mit der Barkeeperin in Viewport. Ah, das haben wir noch nicht gemacht. Die machen wir auch ein andermal. Das haben wir aber noch nicht gemacht. So, Raumhafen. Ja, da haben wir eine Sache vergessen und wir wären fast abgereist. Aber ich möchte schon auch langsam wieder abreisen. Ich möchte jetzt wirklich mal dort all sehen. Ich möchte die ganzen Planeten sehen. So, da haben wir schon die Barkeeperin. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Wiederzusehen? War ich schon mal hier? Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Ja. Tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so offensichtlich ist. Nee, ich bin ständig hier. Oh Mann, das solltest du nicht persönlich nehmen. So was sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich? Ja, sag kein Bescheid, Problem. Ich habe übrigens was möchtest. Ich habe übrigens auch einen Namen. Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Was macht Sarah jetzt da hinten? Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Der Blick von Sarah gerade. Was steckt denn drin? Ja, zurzeit ist das, was nicht drin ist. Ach, das ist nicht Sarah. Ich habe nicht alles, was ich für das Rezept brauche. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Ah. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer.
Das macht mich fertig. Mhm. Klingt wie etwas, dem keiner widerstehen kann. Kannst du nicht einfach mehr von dem bestellen, was du brauchst? Ha, ja klar. Bei den ganzen Credits, die hier einfach rumliegen. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Ja, warum nicht? Das bringt uns nicht weiter. Das Zeug war schon beim ersten Mal teuer genug. Sprich mit der Security, vielleicht kann sie dir weiterhelfen. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, vielleicht solltest du das lieber aufgeben. Warum nur klingt das so verdächtig? Naja, irgendwas in der Richtung zu unternehmen wäre nicht unbedingt so 100% legal. Klingt so, als bräuchtest du Hilfe? Wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und den Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Bin dabei, wen soll ich umbringen? Nee, also ich bin da eher auf Sarahs Seite. Sarah mag ich irgendwie, keine Ahnung warum. Ich bin für dich da. Ich werde tun, was ich kann. Ich kenne die gar nicht. Also warum soll ich ihr sagen, so ich bin für dich da? Ich glaube nicht, dass... Na klar. Okay. Verstehe ich. Kannst selbst kaum glauben, das vorgeschlagen zu haben. Ich kann auch noch 18 Monate bis zur Freigabe warten. Wahrscheinlich. Sag einfach Bescheid, falls du es dir anders überlegst. Fehlen dir immer noch die nötigen Zutaten? Was gibt's Neues in der Stadt? Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe, die alte Varun-Botschaft abreißen zu lassen. Anfangs fand ich es ein bisschen extrem, aber im Grunde genommen, würdest du da etwa einziehen wollen? Ich auch nicht. Außerdem kommt Haus Varun nicht wieder zurück. Naja, zumindest nicht auf die nette und diplomatische Art. Wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Nee, ich nicht. Ich habe das irgendwie, glaube ich, vergessen. Vercheckt. Es ist toll hier. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ja. Okay, dann lassen wir die Quest eben sein. Zurück an die Arbeit. Sofort fällig. Von Dieter Maliki ein, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir reisen mal weiter. Können wir uns da... Interessanten Hut hat er da. Dann können wir uns endlich mal... Ich habe eigentlich... Wir werden so oder so nochmal hier wiederkommen. Hier nach New Atlantis und die Questsaale nochmal nachholen. Wir werden da aber dann zusehen, dass wir Sarah vielleicht auch, im Schiff lassen oder so. Okay. Und dann die Quest nochmal nachholen. Wo kann ich hier eigentlich meine Fracht begutachten? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ich würde gerne wissen. Kann ich hier? Daran? Wo sehe ich denn meine Fracht? Ne, Sarah Morgan wollte ich jetzt nicht. Ich würde das wirklich gerne wissen. Argonian Maid ist nicht mehr die Frontier. So, und riesiger Fan. Ich habe hier was für dich. Soll ich was machen? Kleidung waschen?
Stiefel putzen, den Spiegel auf Hochglanz polieren? Ich möchte dich erstmal was fragen. Ich habe geschworen, dir die Wahrheit zu sagen und nichts anderes. Kannst du mir irgendetwas über dich erzählen? Ach, so interessant bin ich nicht. Ich mag Kaffee, ich mag Tee und ich bete den Boden an, auf dem du gehst. Aber, naja, eigentlich schweben Engel doch, oder? Der wird mir noch richtig auf den Sack gehen. Du bist aber nicht in mich verliebt, oder? Oh, keine Sorge. Meine Liebe ist rein platonisch. Unzerbrechlich? Ja. Unnachgiebig? Absolut. Romantisch? Oh Gott, nein. So etwas Reines würde ich niemals mit so etwas Gewöhnlichem besudeln. Aber mir wäre es lieber, wenn ich jetzt hier seinen Namen verraten würde. Wir müssen über dein Fan-Dasein reden, machen wir gleich. Tja, erstmal kam dein Sieg auf Vectera überall in den Nachrichten. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang. Das erste Kapitel aus der 437 Bände starken Anthologie über deine Größe. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis sie schreiben werden. Ich zähle die Sekunden bis dahin. 1001, 1002. Der wird mir noch sehr, sehr auf den Sack gehen. Der wird noch richtig unangenehm. Aber ich feiere das, dass wir den hier haben. Wir müssen über deinen Fan da einmal reden. Oh nein, ja? Das klingt nicht gut. Ich finde dein Fan-Dasein sexy. Jetzt los, die Leine. Du solltest dir andere Interessen suchen, die nichts mit mir zu tun haben. Das wäre gesünder. Angreifen, du solltest dann mal gehen für immer. Kannst du bei deinem Fan-Dasein eine Schippe drauflegen? Ich finde, du hast ein wenig nachgelassen. Doch, nichts leichter als das. Auf einer Skala von 1 bis 10 werde ich 11-mal unendlich sein. Warte es einfach ab. Oh, ich will nicht wissen, wie sehr ihr uns noch mehr auf den Sack gehen wird. Eine Forschungsstation haben wir hier schon. Okay. So, aber ich will mit Was ihm... Was kann ich für dich tun, Captain? Ich will ihm noch... Ich hoffe, es ist okay, dass ich deine Sachen für die Nachwelt katalogisiere. Das ist... Neo City Gaune. Das ist sein Outfit? Okay. Aber ich will ihm... das hier geben. Warte, tauschen, genau. Und dann hier soll er... das dann ausrüsten, ja? Er ist ja jetzt Teil meines dann zurück Teams. Zurück an die Arbeit! Mhm. So, er ist jetzt Teil meines Teams, also braucht er auch entsprechende Arbeitskleidung. Was hat sie jetzt vor? Ah, okay. Und er liest, er macht jetzt nichts. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder in den Weltraum und heben ab. Schild offline. Wir heben ab. Okay, nice. Diese Animation, diese Sequenz, die fand ich schon. So, jetzt erst einmal... Ah, okay. Machen wir die Dinger. Machen wir so. Wo müssen wir hin? In die Richtung. Warte mal. Kann ich hier auch... Oh, wie cool. Wie cool, wir können auch so rumfliegen. So, was ist denn das da?
Galbank Hulka, UC Rambler, das Auge. Hier sind jede Menge Sachen. Handel Atlas. Okay, hier sind schon einige unterwegs. Was haben wir da? Gagarin, oh, 290,3 Lichtjahre. Moment mal. Könnten wir tatsächlich doch vielleicht in die Richtung, wenn wir jetzt das hier mal ein bisschen runter machen. In die Richtung tatsächlich reisen. Ist das tatsächlich dann möglich? Würde zwar ewig dauern, aber ist das möglich? Fotomodus. Machen wir mal so. Können wir hier noch ein bisschen Licht, Helligkeit? Bisschen heller? Sättigung noch? Nee, bisschen weniger. Was gibt's denn hier? Sieht schon nice aus. Okay, aber ich glaube, ich gehe mal hier von den Dingern mal runter. So, Antrieb auf. Ah, da fehlt noch einer. Und dann Sternenkarte. Hier, da haben wir das Auge. Wir sind da unten. Dann haben wir hier Jemison, okay. Dann haben wir hier Bonda, Kerbeam, Schiff, Grissom, Sensorkarte, Hawley, Zamka, Chavla, Olivas, Sternenstation, Lavelle, Gagarin. Und das ist Alpha Centauri. Hier gehen wir noch mal ein bisschen raus. Und da haben wir Sol. Da ist geht's los? Ah, jetzt geht's los. Da soll also die Erde sein. Da sollen wir beheimatet sein. Und der Mars halt. Jetzt bin ich neugierig. Wir stecken in keinem Planeten. Willkommen im UC. Also hat es geklappt. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Keine Schmuggelware, scannen durch. Viel Spaß in Cydonia. Cydonia? So, können wir die Erde sehen? Wo ist denn die Erde? Da ist die Sonne. Warte mal, nochmal auf die Sternkarte. Hier. Mars. Dann Merkur. Erde. Da ist sie. Wieso sieht die so? Die sieht ja richtig tot aus. Was denn da passiert? Okay. Das will ich mir noch ansehen, auf jeden Fall. So, Luna. Auf dem Mond wahrscheinlich. Hier, Saturn. Pluto und Charon, okay.
Dann haben wir hier die Venus, Jupiter, Neptun, Uranus. Und da haben wir, Titania? Ich dachte, das heißt einfach nur Titan. Miranda, Umbriel, Oberon, Ariel, Callisto, Io, Ganymed, Europa. Hier Saturn hatte, glaube ich, Rhea, Enceladus, Iapetus, Dion, Mimas. Ah, hier ist Titan, okay. Da bin ich jetzt gespannt. So. Die Erde müssen wir auf jeden Fall besuchen. So, wenn wir jetzt hier... Tracking Station, da müssen wir hin. Sidonia. Und landen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. In Sidonia befinden sich wichtige Teile des militärisch-industriellen Komplexes der United Colonies. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Wie sieht's denn hier aus? Aufstehen. Wenn du zick machst, mach ich zack. Ich bin deine Begleitung, dein Schatten. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal komplette Ausrüstung wieder anziehen. Ja, mein Captain. Ja, ihr chillt bitte hier. Du es auf Teile von Deimos abgesehen oder willst du Mineralien schürfen? Ansonsten haben wir hier nichts verloren. Wir müssen doch hier hin, oder nicht? Alter, wie sieht's denn hier aus? Richtig düster. Sidonia-Ort entdeckt. 20 Erfahrungspunkte. Sarah, Sidonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Was passiert, wenn ich das sage? Bringen wir zuerst zu Ende, was wir begonnen haben. Ah, okay. Wenn die alte Heimat beendet ist, dann können wir sie wegschicken. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Ciao.